Einen Tag nach Geburt, Hanna Nitsche schon wieder zu Hause. Das ging aber fix. Hanna Nitsches, 32, Welt steht momentan Kopf. Sie und ihr Verlobter Chris Wech sind am Wochenende zum ersten Mal Eltern geworden. In der Nacht von Freitag auf Samstag erblickte ihr Töchterchen nach nervenaufreibenden Stunden endlich das Licht der Welt. Nach nicht mal einem Tag im Krankenhaus ging es jetzt schon für das Mama-Tochter-Gespann nach Hause und dort warteten zwei neugierige Mitbewohner auf das neueste Familienmitglied. Trotz mehrstündiger Geburt und Mama-Alltag lässt es sich Hanna nicht nehmen, ihre Fans weiterhin auf den neuesten Stand zu halten. So gab sie jetzt sogar einen intimen Moment in ihrer Instagram-Story preis. Mit ihrem Mädchen im Arm liegt die neue Mama im Bett. In der kuscheligen Runde mit am Start, Hannas Vierbeiner Ewe und Hermann Karlie, die dem Duo offensichtlich gar nicht mehr von der Seite weichen. Ich bin so froh, dass die Hündchen ihr Geschwisterchen so akzeptieren. Ich bin wirklich dankbar, eine so tolle, kleine Familie zu haben, schrieb die 32-Jährige zu ihrem gemütlichen Clip. Hanna scheut sich allerdings nicht davor, auch die Schattenseiten des Mutterseins anzusprechen. Nur wenige Augenblicke nach der Entbindung zeigte sich das Model im Netz ganz uneitel mit aufgedunsenem Bauch und Inkontinenzwindel. Eines behält sie allerdings noch für sich, der Name ihrer Tochter ist noch top secret.